Jede Menge Gold und edle Steine möchte Brunhilde Strakova heute an den Mann oder die Frau bringen. Da ist sie bei Bares für Rares genau richtig. Meine Mutter hat den Schmuck, glaube ich, ein bisschen als Geldanlage. Ich habe keine Erinnerungen, denn ich bin nicht bei meiner Mutter aufgewachsen. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und ich habe das kaum gesehen, dass meine Mutter den Schmuck getragen hat. Und ich denke mal, dass sie mir das alles vererbt hat, ist eine Wiedergutmachung, weil ich nie bei ihr war. Unsere Schmuckbeauftragte Dr. Heide Rezepazabel nimmt sich der edlen Stücke an. Ich sehe wieder mal, dass die liebe Heide sich nicht ausreichend kümmert um die Dame. Hallöchen. Hallöchen. Mein Name ist Brunhilde Strakova. Kannst mich aber ruhig Bruni nennen. Bruni? Ja. Ich bin der Horsti. Schön. Oh, Heidi, ja, das weil ist der schön. Dreck so spontan ja, kam. Das ist doch kam toll. Nein, ich kenne ja meine Frau Doktor. Wenn die vertieft ist in Schmuck, die sieht nicht, die ist im Tunnel. So, ja, das ist ein Expertentunnel. Weil dann hat der ganze Gehirn nur noch Arbeit, schätzen, suchen, punzen, machen, rollen, Roraiden, Rondinnen, was du da alles sucht. Aber du hast sehr schön Schmuck mitgebracht. Der ist von meiner Mutter, Erbstücke. Dann wird ja immer häufiger, dass man sich vom Erbe trennt nachher. Ja, aber die war schon verstorben und dann habe ich das alles geerbt. Ich glaube, das hat zwei Sachen. Zum einen, dass man überlegt, ist ja auch eine Belastung. Die Erinnerung am Mensch hat man ja auch im Kopf, davon mal ganz abgesehen. Mhm. Und das andere ist, dass sich natürlich auch der Geschmack stark verändert. Genau, ne? Ich würde das auch nicht tragen. Für mich ist das nichts. Brunhilde, dafür bist du eine viel zu moderne Frau. Genau. Sie sagten, Sie haben den Schmuck von Ihrer Mutter geerbt, aber er ist nicht besonders alt. Naja, meine Mutter, weiß ich nicht, den, denke ich mal, den hat sie so in den 60er Jahren oder so sich gekauft. Später könnte ich mir fast eher vorstellen. Ich würde fast tippen auf 80er Jahre. Kann ich gar nicht sagen. Aber es kommt mit Sicherheit nicht aus unserem westeuropäischen Kulturkreis, sondern ich würde hier das nach Osteuropa, Südosteuropa, Türkei hin verorten. Es ist zwar 750er Gold, aber die Legierungsbestandteile sind wahrscheinlich zum größten Teil aus Kupfer. Aus diesem Grunde hat es noch mal eine wirklich vollgelbe Farbe. Mhm. Jedes einzelne Armbandglied ist in einem Stück gegossen worden, das zur Handarbeit. Es ist nicht besonders gut gängig, fließend. Also es ist tatsächlich jede Durchbrucharbeit ist nicht angelötet, sondern wirklich aus einem Stück gegossen worden. Selbst die kleinen Krabben sind mitgegossen worden und hier auch nicht extra angelötet. Aber ich möchte das auf die Waage legen. Ja. Liebste Frau Doktor, gerne. Weil sie hat jetzt die Waage für sich entdeckt. Ja, ist ja naja, sie wiegt mittlerweile alles. Ja, ne? Genau, ich wiege mich auch jeden Morgen. Ja, den macht sie auch. Wenn ich komme, ja, hier bei Bares für Rares, bevor ich hier rein darf, das wiegt sie mich. Erstmal auf die Waage. Genau, setzt sie mich auf die Waage und sagt immer, da war gestern Abend wieder zu viel. So, was hast du dir denn gewünscht oder vorgestellt? Was soll es wert sein? Ja, um die 2000. Eine klare Vorstellung. Das Gewicht des Goldes und die Qualität der Steine geben Auskunft darüber, ob der Preis angemessen ist. Wie wird der letztendliche Expertisenwert ausfallen? So, jetzt hoffe ich natürlich, dass du da uns entgegenkommst. Komme ich, auf jeden Fall. 2300 sollten drin sein, unbedingt. Ja. Mhm. Ich würde sogar bis 2004 gehen. Immerhin sind auch echte Steine drauf. Die sind nicht besonders, sind die im Gegenteil sogar, aber es sind wenigstens natürliche echte Steine. Mhm. Also 2,3 bis 2,4 halte ich für realistisch. Mhm. Kann ich ruhig. Ja, die wollen ja oben auch noch was verdienen. Da reden wir gar nicht drüber. Heide, du kannst schon mal Tütchen packen. Das ist der Verkehrswert. Die gebe ich nur mit auf den Weg. Nicht nur die Händlerkarte. Du behältst ganz tief im Köpfchen. 2400 Euro ist der Gold wert. Dankeschön. Danke dir, Bruni. Dankeschön. Danke, dass Sie hier waren. Da vorne geht's lang, dann wirst du da hingebracht. Ist was verwirrend. Die Händlerkarte habe ich. Jetzt muss ich noch nach oben und mein Heil versuchen. Und hoffe, dass ich das kriege, was ich mir wünsche. Ich freue mich erst mal drauf, dass ich zu den Händlern komme. Und wenn keine Angebote kommen sollten, aber was ich nicht glaube, dann würde ich den Waldi auffordern, dass er wenigstens 80 Euro erst mal bieten soll. Und dann wird wohl das am Laufen sein. Von 80 Euro bis zum Schätzpreis ist es allerdings ein weiter Weg. Hoffentlich haut das hin. Oh, das ist ein Juwelierbeutelchen. Hey, hallo. Sei mal dran. Guten hallo. Tag. Hallo. Hallo. Ich weiß schon, wer den Beutel nimmt. Also die Puscheltasche, hier findet man ja schon. Die mal. Dürfen Sie auch mitbehalten, wer es kaufen Schauen wir mal. Sollte. Also ihr kauft den Schmuck und ich hol die Tasche. Uiuiuiui. Oh, das sieht aber gut was aus. Was ist das da?
prunkvolles Armband mit Saphiren, Rubinen und Smaragden. Wo haben Sie denn her? Erbstücke von meiner Mutter. Von der Mutter. Erbstück. Prunkvolle Schmuckstücke, die einen neuen Besitzer suchen. Doch zunächst müssen sie durch die kritischen Händlerhände wandern. Und persönlichem Interesse mangelt es schon mal nicht. Steht der mir? Ja, toll. Cool, ne? Toll. 750er Gold. Mhm. Sehr schön. Wolfgang, ja? Kannst du mir mal bitte meine Tasche rüber? Ja. Das sind die Ohrringe, ja. Die Klipse sozusagen. Soll ich wieder mal alles biegen, hä? Schön. Ein bisschen. Das ist irgendwie orientalisch, vielleicht Türkei. Kann ich die Sachen mal sehen? Ja, klar. Aber schon schick, ne? Also ja, es ist eine schöne Handarbeit, da gibt's ja gar nichts. Das ist alles von Hand gefertigt. Aber ich glaube nicht, dass das europäisch ist. Ist auch egal. Vom Gewicht her. Haben sie unten gewogen, 97, wollte gerade so 100 Gramm. Ja. Ja, da sind wir beim Goldgewicht schon 2000 Euro. Nee, mehr. Mehr noch? Ja. 2, 3. Ja, gut. 2, 4. Mhm. Goldgewicht kannst du da nicht rechnen. Haben sie unten, du hast auch unten eingeschätzt. Ein bisschen die Arbeit dazu. Und nicht die besten Steine, macht aber nichts. Ich fange mal an, dass einer mal anfängt. Dass es losgeht. Bei 2.500 fange ich mal an. Oh, toll. Gell? Dass wir da gleich die richtige Richtung haben. Wer bietet denn mehr? So. Bei den Ohrringen, die könnte man eventuell auch als lange Ohrringe sich machen lassen, ne? Weil ach, da würde ich einen Anhänger draus machen. Ja. Ich habe direkt zwei. Oder so, ja. Ich sag mal 2,6, damit das hier ein bisschen weitergeht. Jetzt haben wir schon bei 2,6. Jetzt warten wir noch ein bisschen. Da jetzt kommt der Wolfgang noch dran. Auf nee. Unseren. Für Sie läuft es, Madame. Für Sie ist das gut heute. Ich freue mich für Sie. Dann legen Sie noch ein bisschen drauf. Leg mal 50 Euro drauf. 2,650. Du mal die Sammlung bitte nochmal her. Wo sind wir bei? 2,650, hat die Susanne jetzt gesagt. Immerhin 250 Euro über dem Schätzpreis. Aber ist das auch schon das letzte Gebot? Ich denk. Na ja, gut. Das reicht. Weil sie es auch ist. Ja. Dann machen wir 2.650. Ja, dann bin ich mit einverstanden. Wie viel? Ohne den. 150 und 2,5. Ja. Ja, danke auch. Kommt in gute Hände. Freut mich. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Kannst zufrieden sein. Hast gut gemacht. Ist auch gut. Ja. Vor allem wegen meiner Puscheltasche. Die kriegst du sowieso nicht mehr. Wie oft hast du eigentlich jetzt schon die Puscheltaschen gekauft von den Leuten? Du hast sie noch gar nicht gekauft. Ich krieg noch 50 Euro von dir. Puscheltaschenmuseum Waldi. Ja, irgendwann lege ich mal meine Taschensammlung aus. Aber ich muss noch was sammeln. Das dauert noch. Bruni, mein Schatz, ich sehe, du hast Geld eine in den Händen. Eine ganze Menge. Zeig das mal. Kannst du zählen, nachzählen? Ja. 2.650. Bruni, toll, ich bin stolz auf dich. Ja, ich habe auch nicht so locker gelassen. Das ist richtig so. Und die Susanne hat es gekauft, habe ich mir aber gedacht. So ist richtig. Dankeschön, Bruni, dass du da warst. Tschüsschen. Tschüss.